Die Anpassung der Lautstärke hat sich in der neuen iMovie-Version etwas geändert. Du hast verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wichtig ist bei allen, dass du die Wellenform einblendest. Über dieses Symbol hier kannst du den Lautstärkenverlauf als Kurve einblenden lassen. Du siehst schon mal, du hast hier die Möglichkeit, für den ganzen Clip die Lautstärke zu ändern, indem du diese Linie nach oben oder unten ziehst. Wenn du jetzt innerhalb dieses Clips die Lautstärke ändern möchtest, so kannst du mit dieser Markierung hier oben, mit diesem Kreis ausblenden oder beim Eingang eben einblenden. Falls du innerhalb des Clips die Lautstärke ändern möchtest, so kannst du einen bestimmten Bereich auswählen. Das machst du, indem du die Maustaste lange gedrückt hältst, bis diese gelbe Linie erscheint und jetzt diesen Bereich aufziehst, wo eben die Lautstärke geändert werden soll. Nochmals, also lange draufklicken, aufziehen und jetzt kannst du nur für diesen Bereich die Lautstärke erhöhen oder senken. Eine weitere Möglichkeit, und hierfür zoome ich jetzt noch ein etwas näher ran, ist, dass du mit der gedrückten Alt-Taste auf diese Linie klickst und so Markierungen setzt, und jetzt kannst du ganz präzise eben einstellen, wo die Kurve erhöht oder gesenkt werden soll. Also es hat so wie Markierungen, mit denen du den Lautstärkeverlauf sehr präzise steuern kannst.